Hallo, ich grüße euch wieder, lieben Pferd- und Pony-Fanatiker. Mein Name ist Casuel und wir sind ja noch im Dinotal. Ja, jetzt gucken wir, was der Nick für uns hat. Aber bevor ich das tue, ich will mir mal den Sattel angucken. Schauen wir mal den Sattel an. Steht nicht schlecht an Ghost Protect. Ich bin aber ein Mensch, der auch ein bisschen auf die Werte guckt. Ja, die Werte sind nicht übel. Und der Sattel passt halt. Passt, glaube ich, nicht so. Er passt nicht so ganz zu dem, was ich da. Also besser gesagt, nicht so ganz zu der Tresse. Nicht Tresse. Zu der Schabracke, oder? Ja, Schabracke, sie nennt man es doch. Nein. Ich muss da was Dunkleres dann mal holen. Da werde ich dann eh mal eine kleine Folge machen mit einem Pferdekauf und dass ich dann dem Pferd noch Ausrüstung wahrscheinlich kaufen werde. Dann denke ich mal, werde ich für Ghost Guardian. Guardian Ghost. Oh, jetzt habe ich vertauscht den Namen. Werde ich dann mal noch was holen, ja. Was dazu passt. Oder ein anderes Pferd. Ich denke, ich könnte es auch für ein anderes Outfit nutzen. Ja. Also dann, jetzt gucken wir mal, was Nick hat. Damit wir nicht lange hier und her stehen. Die nördlichen Berge des Kraters sind verlockend. Alten Erzählungen und Reiseberichten zufolge ist es dort ein Tor aus Eis in den Bergen. Wenn das wahr ist, dann haben wir etwas richtig Spannendes gefunden. Musst du wissen, diese Expedition ist nicht so abgelegen wie die vorherige. Also vorige, Entschuldigung. Daher hoffe ich, dass du auch diese Expedition für mich durchführen kannst. Ja, das kann ich. Ich hoffe nur, dass es das Tor dort oben bei den beiden. In der Zwischenzeit bleibe ich hier im Lager und überlege, welche Aufgabe ich habe. Na, dann überleg mal. Und gib mir bitte nachher noch eine Aufgabe. Ich brauche noch eine dritte Folge für diese Woche. Ich möchte mein Pensum erfüllen, Nick. Okay? Sonst komme ich mit meinem Mustang und hau dir eine in die Fresse. Ah, ich finde das so cool mit dem Mustang. Drückst du Leertaste und dann schlägt der Mustang aus. Ich wünsche, das könnten noch ein paar Pferde mehr. Das ist echt einzigartig bei dem Tier. Ach, da drüben müssen wir dann wieder hoch. Jawohl, komm her. Oh, abbremsen, umdrehen. Einmal Schwenkung. Jetzt müssen wir das. Ach so, ich muss ein Foto machen. Ein Foto, jeez. Jetzt müsste der Schneemensch so stehen und dann Peace-Zeichen und ja, fotografier mich. Ach, das ist wieder. Fotografieren, ausmessen, bla bla bla. Ja, ich steig doch schon ab. Ich zeichne schon mal auf, wenn ich schon hier bin. Immer der gleiche Schmarrn. Darf ich bitte die Karte wieder aufheben? Könnte auch ein bisschen schneller gehen. Dankeschön. Nein, nein, nein. Falsch, da. Ich habe immer noch mein Osterküken dabei. Wobei ich auch immer noch den Schoko-Osterhasen vor mir liegen habe. Ostern ist vorbei, aber ja. Ich glaube, ich werde noch 10.000 Schoko-Osterhasen bunkern. Dass ich bis zu Weihnachten noch sagen kann, ich habe Ostern. Oh, wir hatten jetzt letzte Woche echt. Da hatten wir einmal Schnee. Dann war wieder Sonne, halt der Schnee weg. Dann kam wieder der Schnee. Und jetzt ist wieder Sonnenschein. Das Wetter ist echt hin und her. Ich weiß ja nicht, wie das in Deutschland abgelaufen ist. Aber in der Schweiz war echt jetzt eine Katastrophe gewesen. Ich komme ja aus der Schweiz. Ne?
Lieber Star Stable Team, ich bin ratlos gerade. Wo ist... Oh, Vadien! Ich muss nach unten. Ach komm, beweg dich. Nein. Du dich bewegen. Ja, das müsste, glaube ich, der Weg sein. Kann ja nichts anderes sein. Oh, Entschuldigung, ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Mein Kater weckt mich jedes Mal morgen früh so unsanft. Dann kommt der Schnurrt und fängt an, an meinen Haaren zu lecken. Dann schubst du ihn wieder weg, dann kommt er wieder. Oh, und dann ist er noch dazu ein Gierschlund. Jedes Mal, wenn du dann am Tisch sitzt. Ich setz mich mal hin und guck dich an, aber bitte gib mir auch was. Ja, mhm. Ich versuche es ja schon die ganze Zeit, ihm abzugewöhnen, indem ich ihm nichts gebe und sage, lass es, es gibt nichts für dich, aber irgendwie kapiert er das nicht. Schubst ihn auch weg, wenn es sein muss und. Vor allem, wenn ich auf der Couch sitze und er dann hochspringt und meint, er müsste meinem Essen schnüffeln kommen. Ist schon eben... Das war der Fall, wo ich einen Joghurt auf der Couch gegessen habe, morgens früh vor der Arbeit. Oh Gott, ey. Katzen sind schon was Schönes, aber das Schlimme ist auch, sie sind für den Tierarzt sind sie teuer. Vor allem in der Schweiz. Ich habe jetzt dann eine Operation vor mir mit der Kleinen. Ich muss ihre Zähne abschleifen und das ist ganz schön übel. Das ist aufwendig. Und da zahle ich ganz schön viel. So. Entschuldigt, wenn ich jetzt mal gehe nochmal. Aber, oh Gott. Ich glaube, ich muss mir nachher einen Kaffee auf reindrücken. Die nächste Aufnahme. Komm, jetzt habe ich nicht auf die falsche Seite gelegt, wie es aussieht. Ja, wir müssen da durch. Scheu doch nicht, Guardian. Ich weiß nicht. Ja, bisschen zu schnell und dann kam ich nicht mehr genug frühzeitig um die Kurve. Ach, da oben. Hä, hey, aber das ist ein bisschen... Naja. Das Ding ist ja... Ich kenne das von vielen MMOs. Dann hast du eine Anzeige auf der Karte. Und die Anzeige manchmal ist so ein bisschen verwirrend. Dass du dann irgendwo hin musst und... der Punkt nicht ganz so genau auf der Karte ist, wie du eigentlich dann stehst. Das ist was, was mich manchmal ein bisschen nervt. Da musst du immer so ein bisschen tüfteln. Und da, ich glaube, da gibt es wirklich manche, die dann ein bisschen Mühe haben damit. Wenn sie vor allem noch nie eins gespielt haben. Sagen wir so. Wenn du dann schon einige Zeit Erfahrung hast, dann weißt du, okay. Dann ist es wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne oder weiter links oder weiß ich was. Und bevor ich dann die nächste Aufnahme mache, muss ich dann mal wieder Mr. Guardian verpflegen. Aber dass sie ja eh nicht sterben können, nur böse auf dich werden, werde ich dann so gucken, dass ich das erst auf die nächste Folge, bevor ich die starte, den lieben Herrn verpflege. Ich würde jetzt die Folge durchziehen. So.
Weiter geht's. Ich bitte, das ist oben. Jetzt müsst ihr mal gucken. Guck, jetzt kommst du da in die Richtung. Man denkt dann eigentlich, es wäre unten. Hä, wo ist diese Scheiße? Aber durch das, dass ich das weiß, dass so eine Scheiße immer fabriziert wird in den MMOs, bin ich hier hochgegangen. Lasst euch manchmal nicht verwirren von den ganzen Sachen. Versucht einfach den Weg weiter zu folgen, wenn mal sowas ist. Und macht es einfach. Wenn es dann halt doch nicht dort ist, dann guckt man sich halt einfach um, wo es sonst sein kann. Es hat manchmal immer so ein bisschen ein Ausprobieren. So, einmal Karte hinlegen. Und aufschreiben. So. Was ich früher gerne gemacht habe, wir haben ja früher in der Schule mal so ein Raster gehabt, so mit Vierecken. Und dann hieß es, das war im Zeichenunterricht, dass wir was abzeichnen sollen. Und das funktioniert echt gut. Also ich habe es echt gerne gemacht und das Bild von mir wurde dann praktisch identisch mit dem anderen Bild. Also ich konnte im Prinzip ganz gut die Bilder kopieren. Per Hand halt, ne? Dann hast du die Felder und dann hast du das andere Bild auch in dieses... Wir mussten es, glaube ich, sogar selber zeichnen, das Raster. Dann hast du das Raster drüber gezeichnet, über dieses Bild. Du hast genau gesehen, wie die Linien durch die Vierecke gehen. Und dann habe ich immer eins zu eins, langsam Stück für Stück, habe ich dann genau so, wie es durchs Viereck ging, nachgezeichnet. Und das wurde immer super. Das war echt eine tolle Sache. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch so gut kann. Aber ich fand es immer schön. Also, hat mir echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal sowas in der Schule gemacht habt. Wenn, dann würde ich mich freuen, ob ihr es mir mal in die Kommentare schreiben könntet. Würde mich mal interessieren, ob das auch woanders schon sowas gegeben hat. Oh, jetzt machen wir uns wieder auf den Rückweg. Ich hoffe, dass er jetzt noch eine Quest hat. Allenfalls werde ich dann sonst nach Jarlaheim gehen und euch das mal zeigen in der nächsten Folge. Ich mache es eh mal, dass ich euch das noch erkläre wegen Epona. Weil es gibt ja eigentlich nur ein Video von jemandem, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe sonst eigentlich nichts gefunden. Wo dann erklärt, ja, ihr braucht nur bei GED Ruf. Nein, braucht ihr nicht. Ihr braucht noch mehr. Oh. Naja, jetzt habe ich ein bisschen schnell abgegeben. Der hat auch nicht wirklich viel gequatscht. Ja, da hat er noch was Neues. Okay, er hat noch tägliche Quests. Machen wir doch mal. Aber erst gucken wir uns das mal hier an. Die Legende vom Tor aus Eis. Das Volk, das angeblich hinter dem Tor aus Eis lebt, wird Kalta genannt. Und man weiß eigentlich nicht sehr viel über sie. Ich habe einen Teil Legenden und Berichte über die Expedition gehört, die vor mehr als 100 Jahren hier stattgefunden haben. Diese Berichte über ein geheimnisvolles und schüchternes Volk, das abgeschieden in den Bergen lebt. Es gibt viele Theorien über deren einzigartige Kultur. Die alten Expeditionsberichte sagen, dass die Einwohner manchmal in der Gegend auftauchen und angeblich Sachen im Tal eingesammelt haben. Sie sollen auch eine spezielle Pferderasse besitzen, die noch niemand zuvor gesehen hat. Das stand in einem Reisebericht. Ich werde noch mehr darüber herausfinden und auch in meinen Büchern nachsehen, ob ich noch mehr Informationen finde. Das ist doch was. Da ist doch was. Das was. Ja. Du willst?
Okay, warte mal, ich nehme jetzt mal kurz die anderen Sachen an. Brief und Bericht sollten aufgegeben werden. Ich habe jede Menge Briefe und Berichte, die aufgegeben werden müssen. Kannst du mir helfen, sie in den Briefkasten für ausgehende Post zu legen? Sei so lieb. Nase juckt. Nein, 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 ich möchte noch die anderen Quests annehmen. Eisproben zum Analyse. Zur Analyse, Entschuldigung. AAE hat uns mitgeteilt, dass sie noch mehr Eisproben zur Analyse brauchen. Kannst du den Bohrer nehmen und nochmals welche von gefrorenen Talsi holen? Na klar. Dann mal gucken. Ein weißer Fleck auf der Landkarte. Es gibt immer noch einen weißen Fleck auf der Landkarte. Kannst du diesen für uns erforschen und dokumentieren? Na klar. So, mal gucken, was er da sagt. Die Legende von dem Tor aus Eis. Gut, wenn ich mehr über die Kalter weiß, komme ich sofort mit mehr Informationen zu dir zurück. Das kann etwas dauern. Gut, ich werde jetzt erstmal die Sachen hier machen. Einmal den Brief hier rein. Okay, 5 Stück müssen wir verschicken. Nochmal. Noch ein. Und noch ein. Was? Hä? Nee, das war's. Der leuchtet einfach immer noch. Briefbericht. Danke, das wäre diese Expedition. Was wäre diese Expedition ohne dich? Jetzt nehmen wir kurz. Ja. Nee, ich würde sagen, wir nehmen die Quest in der nächsten Folge an. Es ist schon langsam wieder Zeit. Dann sag ich mal, alles Gute euch, ihr lieben Pferde- und Pony-Fanatiker, eure Casuelle.